allerliebste Zuschauer, willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 2 mit mir, den XR, Leon und Ada. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind auf jeden Fall noch angehittet. Wir hatten in der letzten Folge mega krass viel Action mit diesem riesen Monster. Der hat uns beinahe gebrochen, dieses Mistvieh. Aber wir haben es geschafft, Gott sei Dank. So, warum kommt Ada nicht? Ada, ich würde gerne das Eselnamium freispielen, also könntest du bitte deinen Luxusarsch bewegen? Die ist gar nicht da. Ey, ich muss bestimmt wieder zurück. Außerdem hat sie eine Knüfte und ich habe nicht alles weggeschossen. Sie hat noch genug Munition. Ach, ich bin noch ein Hirsch. Nee, ich bin der Idiot, nicht Ada. Ich bin zurückgelaufen. Wer ist so blöd und läuft zurück? Ich bin so blöd. Aber immer erst hier einen auf den Macho tun, wa? Was ich auch noch machen wollte, ja. Noch ein bisschen vorplanen. Natürlich wieder durch die Tür gehen. Nein, Spaß. Diesmal nimmt man den Fahrstuhl. Und dann sollte es auch funktionieren, dass Ada mitkommt. Lass ihn links. Okay. Karte nehme ich mit. Wo ich sie nicht brauche, ich nehme sie einfach mit. Kakerlaken, lass mich in Ruhe. Don't move. You're the one who was with that cop, if I'm not mistaken. Ada Wong. Ada Wong. I've heard that name before. Now I remember. One of the men from Chicago who came to assist the T-Virus research used his girlfriend's name as his password. Ada and John, I believe. How did you know? Who are you? Annette Birkin. My husband is the man responsible for the creation of the T-Virus. William Birkin. What? John's dead. He became one of those zombies. My condolences. And although I regret this, you will be joining him shortly. I won't let anyone take the G-Virus away from me. G-Virus? It's capable of creating the ultimate bioweapon. Its potential is even greater than that of the T-Virus. Then that must mean the creature in the police department is... precisely... my husband, William. And it's all Umbrella's fault. None of this would have happened if they hadn't tried to steal his research away from him. This way. It's sheer perfection. My precious G-Virus. No one will ever take you away from me. There he is.
So you finally come. Doctor, we're here to collect the G-Virus sample. Sorry, but I won't just hand over my life's work. Stop. You might hit the sample. That's it, all right. Okay, let's move out. William. Oh, my. Hold on, darling. I'm taking care of that bullet wound first. Stay here. Alpha team, have you retrieved the sample yet? Affirmative. We'll be at the rendezvous point in 1 minute. Roger. Are you telling me that he injected the G-Virus into his own body? The G-Virus has the ability to revitalize cellular functions. What was that? Something's wrong. Let's check it out. Over there! Shoot! Eat this, you freak! I'm stopping it! What is this thing? No! Hurry! What is this thing? Fire! Fire! You son of a... So those rats were the carriers of the virus. As a result of his virus-induced transmutation, William should have lost any prior memories he had as a human by now. Even worse, every G-Virus bioweapon, including William, has the ability to implant embryos into other creatures. And create offspring. No. Ja, heftig, ja. Da hat sich das wohl über die Ratten ausgetragen. Dann wissen wir das auch mal. Und ja, Annette Birkin war wohl die Frau von William Birkin. William Birkin haben wir ja gerade kennengelernt. Der wurde ja kaltblütig erschossen einfach. Ach so, ja. Das braucht sie nicht. Ja, das ist dann wohl für Leon da. Ja, die wurde einfach erschossen, ja. Kaltblütig. Oder er, sie wurde kaltblütig hier runtergestoßen, auch nicht sehr nett, aber... Ja. Ja. Ada, das kommt davon, wenn man einfach losläuft. Ada? Oh, ich wurde angeschossen, ja. Nee, nee, war schon richtig. So, dann werden wir ihr mal hinterherlaufen. Wie so ein... Nein, das war der Falsche. Ich krieg hier gleich die Krise. Oh, ich muss unter 3 Stunden durchkommen. Ah, ich hätte durch den Gang laufen müssen, aber ich bin da so blöd. Ich stelle mich so doof an, ja, jetzt habe ich das Spiel schon so oft durchgespielt. Oh, Spideys.
Eine Medaille. Und nun. Ja, die Pistole die kann ich langsam ablegen, die brauche ich nicht mehr. Ja, du bist eine ganz liebe Spinne. Ja, auch du bist eine liebe Spinne. Nee, alle ganz, ganz lieb. Ja, du bist ganz, ganz lieb. Immer noch keine Heilung gefunden. Nur weil dieses blöde blaue Kraut. Gut, dass ich den Ventilgriff mitgenommen habe. So Leute, und kleiner Tipp. Immer schön vorausdenken. Weil ihr wollt ja oben weiter. So, das gebe ich mir jetzt erstmal. Ich nehme doch erstmal noch die. Ich warte erstmal, bis sie geupgradet ist, die Schrotflinte. Ja, brauche ich jetzt auch nicht speichern. Das kommt zwar ein Boss, aber der ist ganz, ganz einfach. Ja, genau, Alter. Also eigentlich müsste er jetzt so tot sein. Ja, und den kann man nur auf eine Art und Weise besiegen, indem man hier die Gasbuddel rausnimmt. Ich habe mal versucht, mit Raketenwerfer ihn anders zu besiegen, ohne diese Buddel, aber das geht nicht. Die kann man wirklich nur so besiegen. Ja, Schmokoloko. Und dann ist der Rüssel weg und dann ist alles gut. Dumping Area. Leon. This bullet wound isn't making things any easier. Quiet, Leon. I'll patch you up. Yeah. Pflaster auf und alles ist wieder gut. That's two I owe you. Don't mention it. I just found out. John's dead. What? Never mind. Let's just get out of here. The sooner the better. Ja, Ada, so, die hat auf jeden Fall, ist eine sehr geheimnisvolle Frau, muss ich sagen. Aber ich weiß gar nicht, ob sie uns wirklich mag, also Liebe oder Gefühle, ob sich da Gefühle aufbauen oder ob sie einfach nur Mitleid hat. Oder sie liebt uns, aber sie ist ihrer Pflicht sehr, also sie ist sehr pflichtbewusst. Und stellt halt ihre Karriere in den Vordergrund. Aber ich kann das gar nicht genau sagen, ob sie jetzt wirklich was für uns empfindet oder ob sie einfach nur Mitleid hat. Oder uns eigentlich auch überhaupt nicht ernst nimmt und uns nur ausnutzt. Das weiß man gar nicht. Das ist ja geheimnisvoll. Miss Wong. Aber ich mag sie. Ich mochte sie schon immer.
Und tatsächlich habe ich sie auch in den Filmen sehr gefeiert, so. Ja, in den Scheißfilmen. Tagebuch des Claire-Managers. 28. Juni. Ist ja eine Zeit lang her, aber heute habe ich Don wieder getroffen. Oder Don. Don. Und wir haben nach der Arbeit ein wenig geredet. Er hat mir erzählt, dass er bis gestern krank im Bett lag. Wundert mich gar nicht, wenn man bedenkt, wie lange er hier jetzt schon arbeitet. Er hat geschwitzt wie ein Pferd und musste sich dauernd kratzen. Während wir uns unterhielten, ich habe ihn gefragt, ob ihm warm sei, aber er hat mich nur ganz komisch angeguckt. Was ist denn bloß mit ihm los? 7. Juli. Polizeichef Irons besucht das Labor ziemlich oft in letzter Zeit, aber ich weiß nicht, was er da drüber treibt, was er da drüben treibt. Aber er guckt immer ziemlich ernst. Sein Gesichtsausdruck ist dann noch beunruhigender, sorry, als ohnehin. Ich vermute, es hat etwas mit Dr. Birkins unmöglichen Forderungen zu tun. Irons hat mein vollstes Mitgefühl. Nach allem, was ich für die Stadt getan hat, er sowas hier einfach nicht verdient. 21. Juli. Ich trinke kaum etwas, weil ich ja eine ziemliche Verantwortung trage. Aber ich darf mich ja gar nicht beschweren, denn schließlich verdiene ich damit ja meine Brötchen. 16. August. Polizeichef Irons kam heute gegen Abend rein und er schaute nach noch finsterer drein als normal. Ich habe versucht, ihn mit ein paar Scherzen aufzumuntern, aber er konnte gar nicht drüber lachen. Er zog sogar seine Dienstwaffe und drohte damit, mich zu erschießen. Ich konnte ihn schließlich beruhigen, aber er muss wirklich ernsthafte Probleme haben. Ich weiß doch ganz genau, dass er ohne meine Hilfe und vor allem ohne die Medaille nicht in das Labor kommt. Nennt er das vielleicht Dienst am Bürger? 21. August. William hat mich informiert, dass Polizei und Medien damit angefangen haben, sämtliche Geschäfte von Umbrella unter die Lupe zu nehmen. Er sagt, die Untersuchungen erstreckten sich über das gesamte Stadtgebiet und dass es die entfernte Möglichkeit gäbe, dass jemand sogar in der Kanalisation nachsehen könnte. Er hat mir befohlen, alle Abwasserprojekte von Umbrella zu unterbrechen, bis die Untersuchungen abgeschlossen seien. Die Kanalisation wird immer noch als Verbindung benutzt, aber er hat mir ganz unwissend verständlich gesagt, dass ich extrem vorsichtig sein muss und dass er mich meinen Job kosten würde, wenn jemand von diesen Unternehmen erfuhr. Okay. So, die Goldmedaille habe ich eingesammelt. Gut. So, dann kommen wir hier auch runter. Spinnen sind weg. Na komm, an denen laufen wir einfach vorbei. Lass dich bitte nicht ankotzen, Ada. Ach, hier sind noch Spinnen, okay. Thank you.
gemacht, jetzt fährt er da so runter. Ist richtig krass, wie die das versteckt haben, das Labor. War schon beim ersten Teil sehr spektakulär mit dem Brunnen. Also da drunter so versteckter Brunnen, verstecktes Labor. William! Willy! Lass mich in Ruhe! Soundtrack ist so edel. So Leute, jetzt müsst ihr mir mal kurz was erklären. Was habe ich davon, wenn ich das hier mache? Da liegt hier ein Schlüssel, aber was habe ich von diesem Schlüssel? Waffenschrankschlüssel mitnehmen. Ich habe den Schrank noch nie gefunden. Wartet. So, und jetzt reden wir hier mal Tacheles. Ich habe übrigens mal geschafft, einen Zombie zu drei teilen, war. Ich habe mal einen Zombie zerteilt mit einer Waffe und dann hat mich der Oberkörper angegriffen und dann habe ich ihn noch einen Kopf abgetreten. So. Das wollen wir auch mal nachmachen. Ach, hier geht's jetzt schon raus, aber ich will noch nicht raus. Mal da hinten in der Ecke noch gucken. Lecker Kräuterle, die nehmen wir natürlich mit. Yeah.
Ja, bitte gerne mal in die Kommentare schreiben, wozu der Fabrikschlüssel, also was ich mit dem, ja, was es auf sich hat, wo der Schrank ist, also was ich damit anfangen kann. Das wäre wirklich mal eine richtig geile Info. So, und an der Stelle bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Vorher guckt euch mal noch diesen schönen Mond an, bevor ich mich verabschiede. Wie bei GTA, ein richtig großer Mond. Ja, vielen lieben Dank. Oh, der sieht da in der HD-Version noch schöner aus. Ja, lasst mir bitte Liebe da, indem ihr liked, indem ihr teilt, indem ihr was Nettes runterschreibt, ja. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn du nichts verpassen willst. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.